Gut, dann fangen wir an. Ich begrüße Sie recht alle zu unserem Forum Vertrauen in Technik Cloud Computing. Damit ist das Stichwort schon gegeben. Es geht um die Cloud, ein Modewort, was durch die IT-Welt geistert. Die Macht der Cloud, alles geht in Richtung Cloud. Jeder hat plötzlich mit dem Thema zu tun. Der neue Film von Tom Tykwer heißt auch Cloud Atlas. Jedes IT-Unternehmen, klein, mittelgroß, global, hat dieses Thema im Portfolio. Andere Medienunternehmen versuchen, mithilfe der Cloud neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und wir wollen uns diesem Phänomen Cloud nähern. Wir wollen einen Einblick bekommen, was ist eigentlich in der sogenannten Cloud, wer geht dorthin, welche Sicherheitsprobleme bieten sich, wie sind die Anbieter strukturiert, sind sie vorbereitet, sind die Nutzer, gibt es Datensicherheit, ändert sich vielleicht die gesamte IT-Wirtschaft dadurch, dass es zum neuen Verhältnis kommt zwischen dezentraler und zentraler Struktur, also eine ganze Menge Fragen auf der Metaebene, aber auch konkret auf der technischen. Deswegen freue ich mich, dass ich hier zwei Experten habe zu dem Thema. Christian Langenfeld ist einer der Mitverantwortlichen beim IT-Dienstleistungszentrum in Berlin für das Thema E-Government und ein Schwerpunkt liegt auch in dem Bereich Cloud Computing. Und ja, Fukami ist Experte, Unternehmer, Berater im Bereich Sicherheit, IT, damit natürlich auch das Thema Cloud Computing angesprochen, aber du bist vor allen Dingen hier auch als netzpolitischer Aktivist heute für die digitale Gesellschaft. Und ich würde am Anfang euch bitten, dass ihr euch einfach nochmal kurz selbst vorstellt, dass wir für einen Eindruck bekommen, auch welche Rolle ihr hier auf dem Podium einnimmt. Dazu müssen wir natürlich wissen, was genau das IT-Dienstleistungszentrum macht. Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit dazu habe. Also nochmal mein Name, Christian Langenfeld. Ich arbeite im Produktmanagement des lokalen IT-Dienstleisters. Und um unsere Kundenstruktur zu verstehen, unsere Kunden sind vor allen Dingen die öffentlichen Verwaltungen der Stadt. Also wir hosten solch spröde Sachen wie das Einwohnerwesen oder die Kraftfahrzeugzulassung oder viele, viele andere Verfahren der öffentlichen Hand. Und das Thema Cloud ist für mich vor allen Dingen eine Frage des Produktes, eine Frage des Marktes und eine Frage der Akzeptanz beim Kunden. Neben dieser Funktion verantworte ich auch ein großes Cloud-Projekt. Das heißt Go Berlin. Das ist ein Projekt, was vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert ist. Und Ziel ist, E-Government, mein Kernthema, mit E-Commerce zu verbinden und Plattformen im Land zu schaffen, dass gewerbliche Dienstleister und öffentliche Dienstleister in einer Symbiose ihre Dienstleistungen gemeinsam anbieten. Wenn ich heute jetzt diese Fragen beantworte, dann werde ich die sehr stark von der Betreibersicht und sehr stark bezogen auf die Kundenstruktur öffentlicher Dienst beantworten und werdet von daher, denke ich, die Fragen in einigen Teilen anders beantworten, als Sie sich das vorstellen. Darauf freue ich mich. Ja, da sind wir natürlich sehr gespannt. Bei dir, Fukami, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Welche Rolle spielt das Thema Cloud Computing für die digitale Gesellschaft? Wie beurteilst du das Thema gerade als jemand, der an der Schnittstelle zwischen Unternehmer und Netzaktivist ist? Also zum einen habe ich natürlich damit zu tun, weil ich beruflich mich mit IT-Sicherheit beschäftige, mit Schwerpunkt Web- und Mobilanwendungen und benutze ich finde den Begriff Cloud Computing halt auch ein bisschen sozusagen komisch, weil im Prinzip ist es nichts anderes als einfach verteilte Anwendungen, nur dass es halt marketingtechnisch umgebrandet wurde. Ich selber benutze eine Art Anwendung zum Beispiel für Entschlüsselung, also so irgendwie Cracking von Keys und so weiter, weil das sich natürlich sehr praktisch macht, wenn man das verteilt macht. Politisch ist es für mich eine Frage von Datenschutzsachen, die ganzen Geschichten, die zu tun haben mit Zugriff von Bedarfsträgern auf Cloud-Plattformen und auch sonst sozusagen diese ganze Änderung von Paradigmen, also wie wir mit Daten umgehen überhaupt. Und ich also sehe halt da, dass es eine ganze Menge Aspekte gibt und ich bin betrachte das vor allem aus IT-Sicherheitssicht und bin natürlich dort auch entsprechend kritisch, was viele von diesen Anwendungen angeht und auch von den Versprechungen, die man sich davon macht eigentlich. Jetzt
klang schon so ein bisschen durch, die Cloud als Euphemismus möglicherweise. Deswegen jetzt nochmal nachgefragt bei dir, Christian, was ist denn genau wirklich unter der Cloud zu verstehen? Gibt es im IT-Kontext eine einheitliche Definition, die du uns jetzt quasi vermitteln kannst? Gerne. Also es gibt mehrere Definitionen, aber ich werde einfach eine geben. Erstmal ist es ganz wichtig, zwischen Schichten zu unterscheiden. Wir unterscheiden einmal Infrastruktur as a Service, Plattform. Plattformen sind so typische Dienstleistungen wie zum Beispiel ein Nutzermanagement. Infrastruktur wären wirklich die Server, die da drunter liegen. Und als dritte Schicht obendrauf Software as a Service. Software stellvertretend Applikationen, die dann praktisch dem Nutzer zur Verfügung stehen und wo er die Infrastruktur und die Plattform eigentlich gar nicht mehr im Blick hat. Ich glaube, in der Diskussion und auch für die folgenden Fragen ist es ganz wichtig, diese drei Schichten zu unterscheiden. Und wenn wir jetzt von dem Cloud-Begriff reden, und da ist der Aspekt natürlich vollkommen richtig, im Grunde ist es zum Teilen alter Wein in neuen Schläuchen, dann reden wir eigentlich von einem Betriebsmodell, was sich aber durch bestimmte Kriterien auszeichnet, zum Beispiel durch eine sehr hohe Skalierbarkeit, dass wirklich verbrauchsgerecht abgerechnet wird. Und solche und weitere mehr technisch geprägte Kriterien machen, denke ich, den Cloud-Begriff aus. Und mit dieser Definition würde ich heute für die Diskussion arbeiten, es sei denn, Sie haben Ergänzungen dazu. Wunderbar, dann darfst du gleich ergänzen. Und zwar, also ist halt wie gesagt im Prinzip dasselbe Paradigma, was man schon seit Jahrzehnten hat in Sachen verteilte Anwendungen. Das Problem, was dabei aus meiner Sicht hauptsächlich entsteht, ist, dass man anfängt, Dinge wegzuabstrahieren aus dem Betrieb. Oder um nochmal einen Schritt zurückzugehen, IT ist ja für fast jedes Unternehmen Kerngeschäft. Also selbst für eine Bäckerei ist IT ganz zentral. Und diese Richtung, die das alles nimmt, ist halt so, dass man eigentlich sein Kerngeschäft komplett aus seinem Unternehmen rausnimmt. Und oft, wenn wir Unternehmen beraten, die halt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen oder schon diese Möglichkeit vollzogen haben, stellen wir immer wieder fest, dass genau durch diese Abstraktionssachen, also durch das Wegabstrahieren bestimmter spezifischer Probleme, tatsächlich auch Dinge nicht mehr als Probleme gesehen werden, die aber immer noch da sind. Also nicht aus dem Grund, weil eine Anwendung in der Cloud ist, ist das Problem, was man eigentlich IT-technisch hat, auch verschwunden. Und das ist halt so ein Aspekt, den man aus meiner Sicht ganz zentral ist, wenn man sich dieses Thema anguckt. Mhm. Danke, also wir nähern uns schon einem Begriff und wir nähern uns natürlich auch den damit verbundenen Ängsten und Fragen in Sachen Sicherheit und Datenschutz. Vielleicht kann ich das Ganze nochmal zuspitzen, wenn ich an die diesjährigen Big Brother Awards denke. Und zwar ging der Preis in der Kategorie Kommunikation an die Cloud. Aus der Begründung der Jury quasi ganz kurz. Die Cloud als Trend, Nutzerinnen und Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zu entziehen, war der Auszeichnungsgrund. Wer Adressbücher und Fotos und damit die Daten anderer Menschen oder Archive, Vertriebsinfos und Firmeninterner unverschlüsselt in den undurchsichtigen Nebel der Cloud verlagert, handelt mindestens fahrlässig. Hinzu kommt, fast alle Cloud-Anbieter sind amerikanische Firmen und die sind laut Foreign Intelligence Surveillance Act verpflichtet, US-Behörden den Zugriff auf die Daten auch auf europäischem Boden zu gewährleisten. Das vom Bundesverfassungsgericht postulierte Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme wird damit eklatant verletzt. Da haben wir jetzt schon eine ganze Menge Stichworte. Christian, welche sozusagen Ängste, die mit der Cloud verbunden sind, sind berechtigt? Welche sind übertrieben? Wo liegen die konkreten Sicherheitsanforderungen, gerade von jemandem, der die Cloud, wie du sagtest, eher als Produkt betrachtet? Ja, ich denke, die Definition, die wir gerade gehört haben, baut auf dem Begriff Public Cloud auf. Also wirklich, dass Infrastruktur genutzt wird, die öffentlich zugänglich ist. In dem Kontext, in dem ich arbeite, spielt die Public Cloud praktisch keine Rolle. Wir bauen Private Clouds auf. Die Differenzierung dieses Begriffs ist sehr, sehr wichtig, einfach weil in der Private Cloud wirklich geschlossene Benutzerkreise auf einer dedizierten Infrastruktur arbeiten. Und von daher der Cloud-Begriff, denke ich, den wir ja vorhin schon angefangen haben zu definieren, wirklich sehr differenziert betrachtet werden muss.
Wenn ich jetzt über Cloud rede, dann rede ich über die Private Cloud, also darüber, dass die Privatsphäre von Firmen, von Verwaltungen in einem ganz, ganz hohen Maße gewährleistet ist. Aber da kommt die erste Wortmeldung. Aber du bist der Moderator. Wegen des Streams, bitte. Bitte. Ja, ja. Welchen Gesetzmäßigkeiten unterliegt denn der Cloud, wo der Computer steht und was ist, wenn der Computer, also wenn der Computer in mehreren Ländern steht und unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten, also wie ist denn das geregelt? Können wir die Frage noch ein bisschen zurückstellen? Ich denke, über Sorgen und Ängste werden wir uns genau diesem Thema stellen. Ich komme erstmal, denke ich, auf die Sorgen und Ängste und erlebe zwei Kundenkreise. Zum einen erlebe ich Kunden, die dem Begriff sehr, sehr offen gegenüberstehen. Und zwar sind das Kunden, die wir bereits schon als Kunden haben, die bei uns schon Fachverfahren hosten, die bei uns schon Infrastruktur hosten lassen. Und da ist dieser Cloud-Begriff wirklich nur eine neue Betriebsform. Das Vertrauen, was wir schon mit alten Betriebsformen, mit alten Technologien aufgebaut und gewonnen haben, wird dann in die neue Welt übersetzt. Und dort haben die Kunden eigentlich nur Erwartungen und Anforderungen in Bezug auf Effizienz und in Bezug auf günstigere Preise. Dann haben wir einen zweiten Kundenkreis, der von vornherein, und ich glaube, das wird nachher auch noch ein Aspekt sein, die IT ganz stark unter der eigenen Kontrolle haben will. Eigene Kontrolle geht dann so weit, dass die Server möglichst im Keller, im Flur oder irgendwo anders stehen. Ich glaube, darüber kannst du dann nachher noch mal sehr viel mehr mit plakativen Beispielen berichten. Und diese Kunden haben eine sehr, sehr starke Ferne, aber nicht zur Cloud an sich, sondern da ist der Wunsch, wirklich die Daten physisch unter der eigenen Kontrolle zu haben. Und die Ängste, die mit der Externalisierung, mit dem Outsourcen des Betriebes verbunden sind, die ohnehin immer bestehen, werden dann auf den Cloud-Begriff projiziert. Habe ich noch mehr Zeit? Dann würde ich gerne noch länger ausführen. Moment, gerne. Okay. Und ich denke, diese Kunden unterscheiden sich auch ganz, ganz stark. Die Kunden, die dem Thema sehr nahe stehen, da haben wir auch praktisch mit dem eigenen IT-Personal des Kunden fast symbiotische Verhältnisse. Da haben wir eine ganz, ganz eine sehr stark geübte, gut gelebte Arbeitsteilung. Und wir merken, die Domäne des Kunden und unsere Domäne ergänzt sich zu 100%. Dort, wo wir merken, dass die Kunden das selbst durchführen wollen, dass der Betrieb der eigenen IT im Vordergrund steht, können wir auf der einen Seite das Thema nicht platzieren, haben aber auch mit anderen IT-Dienstleistungen praktisch die gleichen Schwierigkeiten, sodass ich eigentlich im Schluss die These formulieren will, die Ängste, die mit dem Thema Cloud verbunden werden, sind eigentlich Ängste, die damit verbunden sind, die IT aus dem eigenen Hause, aus der eigenen Verantwortungsdomäne zu geben. Ja, was bedeutet das denn konkret für die Private Cloud, Fukami? Wir haben es ja gerade schon gehört, kommt es wirklich sozusagen zu einem symbiotischen Verhältnis zwischen Nutzerinnen und Nutzern und den Diensten, die Private Clouds anbieten, wie Google, wie Microsoft, oder entstehen da ganz neue Probleme nochmal der Datensicherheit, die jetzt das Verhältnis von Nutzern und Internet möglicherweise nochmal auf eine neue Stufe heben? Das ist eine mehrfach geteilte Frage. Also ich fange jetzt an mit der Betrachtung von Unternehmen. Wir machen ja Beratung sehr oft zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich schon zu spät ist. Also das heißt, es gab einen Vorfall und Sie wollen nachvollziehen, was da eigentlich los war. Das ist also eine Sache, die wir sehr oft machen, um nachzuvollziehen, wie dort eigentlich Daten abhanden gekommen sind. Wenn wir mit Unternehmen im Vorfeld zu tun haben, das läuft dann meistens so ab, dass man eine Beschreibung dieser Anwendung bekommt und dass man ein sogenanntes Threat Model bekommt. Das heißt, dieses Modell zeigt, wo sind eigentlich die potenziellen Probleme, die eine Anwendung aufweisen kann in Sachen Datenschutz, in Sachen Datensicherheit und so weiter. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass die allermeisten Firmen, das habe ich vorhin gesagt mit der Abstraktion, sie abstrahieren halt bestimmte Sachen weg und in ihren Threat Models tauchen diese Probleme nicht mehr auf, als würden sie nicht mehr existieren, was natürlich völliger Quatsch ist. Diese ganze Frage mit der Cloud geht ein bisschen einher mit einer anderen Änderung des Paradigmas in der IT-Security. Und zwar redete man früher von dem Netzwerkperimeter, das heißt, man hatte halt irgendwie
sowas wie eine Firewall und dahinter war die IT der Firma, die ganzen kleinen Computer und so weiter. Und das ist ja schon alleine dadurch aufgelöst, dass heute durch das Mobile Computing dieses Bring Your Own Device, also sprich irgendwie die Leute kommen halt mit Smart Devices in die Firma und wollen halt auch von ihren Smart Devices aus auf die Daten zugreifen. Das heißt, ich habe gleichzeitig mehrere Probleme, die ich dort adressiere, nämlich einmal die Änderung eines Paradigmas, was im Hinterkopf bei den IT-Lern immer noch drin ist, also vor allem Administratoren, was aber überhaupt nicht mehr der Realität entspricht. Und zum Zweiten dem, sagen wir mal, Unvermögen in der Komplettheit, die Komplexität dieses Problems ordentlich zu adressieren, also noch genau zu verstehen, wo eigentlich welche Probleme im Detail auftauchen. Weil wenn man sich anguckt, wie die Angriffe passieren, die wir konkret auch gesehen haben, dann ist es sehr oft über Web, sehr oft darüber, dass die Leute in den Geräten, also sprich irgendwie mobilen Browsern oder also überhaupt Browsern, darüber die Angriffe stattfinden, weil man dort einfach vergessen hat, was Cloud bedeutet. Ja, und wo sozusagen wo eigentlich die Schutzschicht in dem Bereich des Webs, in dem Bereich des Internets eigentlich stattfindet. Also sprich, bei Web-Anwendungen ist es einfach eine Domäne. Ja? Und wenn ich in die Domäne eindringen kann, dann bin ich sehr oft in der Lage, dort alles aus der Domäne rauszuziehen. Und diese Probleme, ich weiß nicht, ob das gut erklärt war, hat das jemand nicht verstanden? Okay, was genau nicht? Okay, naja, nee, das ist halt, also ich weiß, ich neige halt auch zu einer sehr technokratischen Sicht. Es gibt halt bestimmte Arten von Angriffen, die, also gerade bei dem Protokoll HTTP, in dem Protokoll stecken. Also es sind sozusagen Fehler, die einfach damit zu tun haben, wie dieses Protokoll funktioniert. Wenn ich jetzt etwas habe, wo ich Anwendung verteile und ich habe als Anwendung, die darauf zugreift, ein Gerät, ein Programm wie einen Browser, dann hat es ganz bestimmte Paradigmen, die dort sozusagen eine Rolle spielen. Ein Paradigma nennt sich Same Origin Policy, das heißt, dass Requests, die von einer Domäne kommen, oder Code, der von einer Domäne kommt, dass der auf alle Sachen in der Domäne zugreifen kann. Ja, das ist einfach, das ist in diesem Protokoll verankert, sozusagen. Das ist ja also eigentlich die einzige Sicherheitsschicht, die man hat. Und man sagt ja immer, Dinge sind nur so sicher wie der schwächste Link, den man hat. Und in der Regel ist das der schwächste Link. Jedenfalls auch unsere Erfahrung. Ich glaube, es wird deutlich, dass es halt eine Problematik gibt, einen Paradigmenwechsel zwischen zentraler IT-Zuständigkeit, dezentraler. Es sind natürlich auch die Tools, die von den Nutzerinnen und Nutzern selber genutzt werden können, wie die Browser-Einstellung eine große Rolle spielen. In dem Kontext Kryptografie wäre noch so ein nächstes Stichwort, auf das wir sicher kommen. Vielleicht kann man es so runterbrechen. Was in der Auszeichnung vom Big Brother Award ganz richtig erkannt wurde, ist, wenn die Daten bei einem Cloud-Anbieter liegen, haben halt die Bedarfsträger darauf einen relativ einfachen Zugriff. Und das muss man sich immer klar machen. Das heißt, wenn man tatsächlich so eine Sache machen will, dann muss man genau überlegen, wie man seine Daten vor auch diesen Zugriffen schützt, wenn man das nicht möchte. Und diese ganze Sache, und da geht es um Krypto, wenn ich meine Daten zum Beispiel mit einem Key verschlüsselt, wo ich als Nutzer die Kontrolle drüber habe, ja, dann mag es was anderes sein, als wenn das mit den Keys der Anbieter verschlüsselt wird, wo die Bedarfsträger einfach hingehen können, sagen können, wir wollen jetzt gerne die Adressbücher oder was auch immer von den Usern haben. Und es gibt nur relativ wenige Cloud-Anbieter, die das aus meiner Sicht richtig handeln. Das ist halt aber grundsätzlich halt ein Problem des Vertrauensmodells, was dahinter steckt. Vielen Dank soweit. Ich würde jetzt gerne nochmal die Frage von Ihnen aufgreifen, die gekommen ist nach der möglichen Zuständigkeit bei konkurrierender Gesetzgebung, wenn die Cloud-Unternehmen in den USA sitzen, wenn die Daten möglicherweise nicht in dem Land sozusagen gehostet sind, wo die Firmen, die natürlich verantwortlich sind, auch für ihre Daten sitzen. Vielleicht auch nochmal in Bezug auf das deutsche Datenschutzrecht, da fällt mir ein Aspekt ein, der bei dir auch mit angeklungen ist. Es gibt ja nach dem BDSG diese Informationspflicht auch bei Sicherheitsverstößen. Da stellt sich ja auch dann die Frage, wer ist da zuständig? Ist es die Firma, die die Daten portiert hat? Ist es der Cloud-Anbieter? Gibt es da vielleicht Fallbeispiele,
aus der Praxis. Vielleicht können wir es so verteilen. Christian, du zu der Gesetzgebung und Fokami, du vielleicht zu Fallbeispielen in Bezug auf die Informationspflicht. Gerne. Und ich würde die Antwort mit einem Begriff einleiten, der sehr spröde klingt, nämlich Auftragsdatenverarbeitung. Wenn wir uns die gesetzlichen Pflichten desjenigen angucken, der weiterhin immer noch die Verantwortung für die Daten hat, dann hat derjenige die Pflicht, demjenigen, der seine Daten verarbeitet, sehr stark zu kontrollieren. Diese Kontrolle des Gesetzgebers ist noch ein sehr, sehr konservatives Bild. Da ist wirklich die Vorstellung, und da zeichne ich ein überzeichnetes Bild, dass man an der Pforte des Rechenzentrums klingelt und sagt, guten Tag, Sie verarbeiten meine Daten. Ich möchte gerne wissen, wo, wie, in welcher Form, mit welchem Personal, wie sind die Prozesse dokumentiert und wie sind sie auch gestaltet. Das sind alles Pflichten des Auftraggebers. Und wenn das Rechenzentrum nicht so agiert, dann haftet das Rechenzentrum, vollkommen klar. Es haftet aber auch der Auftraggeber, weil er genau diese Sorgfaltspflicht hat. Da schlägt so ein bisschen das Ordnungsrecht durch. Das ist ähnlich wie bei der Schnee- und Eisbekämpfung, um eine hübsche Analogie zu nehmen. Sie können zwar ein Unternehmen beauftragen, aber Sie müssen sich auch wirklich vergewissern, dass das Unternehmen Schnee und Eis räumt. Das ist mit der Datenverarbeitung für den Juristen kaum anders. Und da beginnen genau die Probleme. Der Auftraggeber muss sich also vergewissern, wo liegen die Daten, wie werden sie verarbeitet, von wem und mit welchen Prozessen. Und wenn wir jetzt das Bild von Cloud bemühen, was wir vorhin hatten, die Daten sind in der Wolke, und ob sie in Deutschland gehostet werden oder in Europa oder in anderen Kontinenten, das ist erstmal gar nicht so transparent. Dann wird derjenige, der dieses Haustürbild, was ich gezeichnet habe, ganz starke Schwierigkeiten haben. Denn der findet seine Daten nicht in den Datentöpfen vor Ort, so wie der das eigentlich erwartet. Okay, ich denke, das waren sehr schöne Analogien. Da gibt es gleich eine Nachfrage. Wie sehen diese Strafen aus? Sind das finanzielle Strafen oder wen wollen Sie verantwortlich machen? Irgendein IT, also irgendein Mitarbeiter, der da was macht oder den von der Firma, den Chef oder wer wird denn dann bestraft? Wer wird bestraft? Also mir fehlen die Beispiele. Also der IT-Mitarbeiter garantiert nicht, sondern wie gesagt, das sind die Pflichten, die dem Auftraggeber überliegen als Institution. Und denn derjenige, der für die Institution verantwortlich ist, der Geschäftsführer, der Vorstand, wer das immer sein mag. Und das trifft auf Seiten des Auftraggebers wie auch auf Seiten des Rechenzentrums zu. Sie merken, ich schwimme, weil real habe ich das noch nicht erlebt. Wir waren ja auch noch bei Sorgen und Ängste. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass die Unternehmen bislang Daten nur herausgeben, wo sie an Unternehmen, wo sie eine mehr als 200-prozentige Sicherheit haben. Und wenn wir zum Thema Cloud reden und wo sind die Widerstände bei Cloud, na denn genau, dass man im Augenblick mit diesen bestehenden latenten Unsicherheiten kaum umgehen kann und darum eben Cloud-Mechanismen, zumindest in der Public Cloud, von vielen noch nicht genutzt wird. Fukami, ich weiß von dir, dass du schon Praxiserfahrung gemacht hast, sozusagen mit der Datensicherheit, mit der Auskunftspflicht in der Cloud, gerade auch in Bezug auf die Durchsetzbarkeit von Datenschutzrecht. Wie sieht das in der Praxis aus? Sind die Firmen vorbereitet? Ist es kongruent mit dem geltenden Datenschutzrecht oder gibt es da einfach ganz, ganz große Probleme? Also ich habe wirklich mehrere Sachen. Also das eine ist, in meinem Alltag sehe ich sehr, sehr viele Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Und zum Teil ist ein bisschen unklar, ob ich die eigentlich melden soll oder muss oder darf oder wie auch immer. Da kriege ich auch aus verschiedenen Ecken unterschiedliche Antworten dazu, weil ich ja als Dienstleister für ein Unternehmen arbeite, was in der Regel kommt, wenn das alles schon zu spät ist. Was wir oft erleben, und gerade in Bezug auf den 52er, also sprich auf diese Meldepflicht, ist, dass die Leute dann nicht melden, weil sie der Meinung sind, sie sind dafür nicht verantwortlich, sondern irgendwer anders in dieser Konstruktion. Also als Beispiel, und das ist eins, was ich wirklich auch sehr interessant fand, da gab es einen Bug bei dem Cloud-Anbieter, der normalerweise überhaupt kein Problem dargestellt hätte, aber genau mit der Anwendung, die der Kunde darauf gefahren hat, hat es dazu geführt, dass nicht der, sondern ein anderer Kunde gehackt wurde.
Und jetzt mit EMA tatsächlich die Frage im Raum stand, wer dort eigentlich wie was melden muss und muss überhaupt der die Daten, also ja, also weil es ja immer peinlich auch ist, wenn jetzt jemand, also wenn eine Firma in die Öffentlichkeit gehen muss und sagen, wir haben jetzt gerade irgendwie unsere Kundendaten verloren. Und soweit ich das sehe, ist bis heute nichts passiert in dem Fall, weil man sich immer noch darüber streitet, wer eigentlich schuld daran ist. Und das ist halt bei komplexen Anwendungen tatsächlich der Fall, dass man so viele Akteure oder so viele Komponenten hat, wo das zum Teil gar nicht mehr ganz klar zu trennen ist voneinander. Wir sehen halt tatsächlich eine ganze Reihe an sehr schrägen Problemen, also Probleme, die wir so noch nie vorher gesehen haben, oder Sachen, wo man immer glaubte, das ist in der IT-Sicherheit nicht möglich oder beziehungsweise so eine Fehler gibt es halt einfach nicht. Und die kommt tatsächlich dadurch zustande, dass man nicht mehr genau überblickt, welche Komponenten, welche Anwendungen was tun und wie die eigentlich abgesichert werden müssen gegeneinander. Und also gerade wenn man halt dieses Schichtenmodell betrachtet, ist halt dieses, wenn ich irgendwo in der unteren Schicht ein Problem habe, dann kann das sein, dass ich es in der zweiten Schicht gar nicht sehe, sondern erst wieder in der ganz oberen. Ja, so dass es manchmal auch gar nicht so leicht nachvollziehbar ist, was eigentlich zu diesem konkreten Problem führt. Und also mit den entsprechenden sozusagen anderen Randproblemen damit auftauchen. Also zum Beispiel, wie kann man das dann sinnvoll fixen? Oder wenn ich irgendwie tatsächlich mit Krypto arbeite, was mache ich denn, wenn ich dort einen Fehler habe? Das heißt, ich muss dann anfangen, nochmal alle Daten, die dort sind, nochmal neu zu verschlüsseln und so weiter, was dann eben zum Teil zu technisch ganz schön abgefahrenen Sachen führt. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir bewegen uns weiter hin von den technischen Aspekten zu den gesellschaftspolitischen Fragen, vor allen Dingen der Regulierung auch und Gesetzgebung. Und es gibt auch Meldungen jetzt aus dem Publikum. Nils, du warst dran, auch bitte das Mikro benutzen. Ja, ein Kommentar hätte ich zu der Haftungsfrage oder der Meldepflichtfrage. Das ist also interessant zu hören, dass es in der Praxis, die sich gegenseitig da die Schuld in die Schuhe schieben, als nach dem gesetzlichen Modell ist es so, dass der rechtlich Verantwortliche der Datenverarbeitung melden muss. Und das wäre in dem Falle der Auftraggeber für den Host oder für den Cloud-Anbieter, der den Cloud-Anbieter beauftragt hat. Das ist dann der kleine Nutzer, es kann auch ein kleines Unternehmen sein, KMU, was eben definitiv keinerlei Einfluss darauf hatte, wie letztlich die Sicherheit dort ausgestaltet ist bei dem Anbieter selber. Und der ist aber eigentlich der rechtlich Meldepflichtige. Der muss das aber auch erfahren, wenn es einen Breach gegeben hat. Der muss das nämlich laut den Verträgen, die da geschlossen werden oder geschlossen werden müssen, muss erfahren von dem Cloud-Anbieter, dass es so einen Sicherheitsvorfall gegeben hat. Und daraufhin müsste er eigentlich selber meldepflichtig auch gegenüber der Behörde werden. Das ist wiederum, aber es kann auch durchaus sein in der Konstruktion, dass der Cloud-Anbieter selber meldepflichtig ist als in seinem Bereich selbstverantwortlicher. Also da die Konstruktion ist eben da offen und das macht das Problem aus. Und das müssten eigentlich dementsprechend auch die Behörden das wissen und der Gesetzgeber. Aber meine Frage wird auch darauf abzielen, wie ist es denn jetzt mit den Angeboten von sozusagen erhöhter Datensicherheit und verbessertem Datenschutz bei Cloud-Anbietern. Hat sich da sozusagen schon so etwas wie ein Wettbewerb um die besseren Möglichkeiten etabliert? Kann man da unterscheiden schon? Direkt dazu kommen? Ja, kann man. Die Cloud-Anbieter, die ich persönlich für vertrauenswürdiger halte als die meisten anderen, sind tatsächlich die zwar Infrastruktur bereitstellen, aber alles, was mit Krypto zu tun hat, beim Kunden belassen. Das heißt, dass die Kunden die sind, die im Prinzip die Kontrolle über ihre verschlüsselten Anwendungen behalten. Und nicht wie das bei vielen anderen Anbietern ist, die zwar auch verschlüsseln, aber die Keys liegen bei den Anbietern. Das heißt, sie verschlüsseln halt gegen Angriffe von außen, aber nicht gegen Angriffe von innen, sozusagen. Also nicht gegen, also, und ich betrachte halt einen Bedarfsträger als Angriff von innen. Während die anderen dafür sorgen, dass der Kunde sozusagen die Kontrolle über das behält, was dort auch wieder entschlüsselt werden kann. Und diese Anbieter sind in der Tat tatsächlich denen man dort aus meiner Sicht auch mehr vertrauen kann. Wir haben uns zum Teil die Sachen angeguckt. Das sind auch zum Teil eben tatsächlich sehr gute Kryptolösungen, die dort am Start haben. Und es gibt halt auch zwei, drei Anbieter, die haben zwar auch Krypto,
Aber das ist halt, was man schon nur durch reines Angucken auseinandergenommen bekommt. So, aber es gibt da große Unterschiede. Ist es transparent? Kann man das ins Web nachlesen? Nein. Was? Nein. Also ich glaube, dass es in den nächsten Jahren noch wesentlich stärker dahin entwickelt wird, dass das eben tatsächlich ein Argument für die Produkte sein wird, dass man dort eben genau diese Features abbildet. Ja, also sagt, wir stellen zwar die Hardware bereit, wir stellen irgendwie die Processing Power bereit, aber wir haben auch selbst, wenn wir wollten, keine Chance, auf ihre Daten zuzugreifen. Und das ist halt die Idee dahinter. Sehr interessant. Christian, vielleicht kannst du noch ein bisschen Licht in das Dunkel zwischen diesem Verhältnis der verschiedenen Kommunikationsanbieter auf den einzelnen Ebenen sozusagen geben, was die Verantwortlichkeit angeht. Gerne. Erstmal möchte ich beweisen, dass ich heute Morgen was gelernt habe, um den Kontext klarzuziehen. Also die Probleme, die wir gerade diskutieren, sind für uns wirklich rein akademisch. Aus der eigenen Kundenbeziehung heraus haben wir bislang keinerlei Erfahrung damit. Und unsere Kunden sind absolut zufrieden und die Probleme, die du schilderst, haben wir nicht. Erstmal als ganz klares Statement. Nein, die haben wir nicht. Ich denke, was ganz wichtig ist, und jetzt sind wir auch wieder bei Widerständen gegen Cloud, Dienstleister werden über Service Level, über Verträge eingebunden. Und was, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist für Unternehmen, ist in der Planung, auf der einen Seite ist IT eine Abstraktion, weil IT-Probleme immer abstrakt sind und oft hochakademisch. Und auf der anderen Seite bindet man Dienstleister über Verträge ein. Und jetzt sind wir auf dem juristischen Gebiet. Und für den Fachentscheider, wenn er sich dafür entscheidet, Leistungen zu externalisieren, der ist auf einmal auf zwei Gebieten, die für ihn ein hohes Unsicherheitspotenzial ist. Einmal, er wird von seinen eigenen IT-Spezialisten nicht richtig beraten, das ist ein Risiko. Das andere ist, er wird von seinen Juristen nicht beraten oder nicht richtig beraten. Und das größte Risiko ist, er wird beraten, aber alle verstehen sich untereinander nicht, weil sie aus einer vollkommen anderen Begriffswelt und aus einer vollkommen anderen methodischen Welt kommt. Und darum ist, denke ich, das Verhältnis zwischen einem IT-Dienstleister und seinen Kunden weitaus mehr durch Vertrauen geprägt oder muss durch Vertrauen geprägt sein. Einfach weil die reine Reduzierung auf Service-Level, die reine Reduzierung auf Verträge und Regelungen in Verträgen führt genau zu dem Aspekt, den du sagst. Und das, denke ich, ist eine ganz, ganz hohe Schwelle, wo Widerstände entstehen, die bestimmt durch Beispiele belegt werden können. Vielen Dank. Ich würde jetzt nochmal nachfragen, ob es Fragen gibt aus dem Publikum. Ich sage bitte. Und bitte ans Mikro gehen oder das Mikro kommt. Das Mikro kommt, umso besser. Ich mache mich jetzt ein bisschen unbeliebt, wenn ich eine etwas technische Frage hier stelle. Sie aus der Praxis, Sie sind mit Virtualisierung für Unternehmen, kleine, mittelständische Unternehmen, vermutlich auch Großunternehmen vertraut. Was wird dann sozusagen als Lösung im Normalfall angeboten? Ist das ein dedizierter Server? Sind das dedizierte Server, wo die Daten der Firmen drauf liegen, wo nur ein VPN ist? Oder ist das so eine Art Public Cloud, wo man nicht weiß, wo liegen die Daten? Sind das möglicherweise virtuelle Server, wo dann verschiedene Unternehmen, verschiedene Daten sozusagen auf einem Server zusammenkommen? Was wird da angeboten? Also wir haben ja versprochen, nicht in eine technische Diskussion zu gehen und darum antworte ich ganz kurz, eher das Erstere. Also wir sorgen wirklich dafür, dass sich die Kunden in für sie dedizierten Ressourcenräumen bewegen, sich nicht treffen, um es vollkommen umtechnisch auszudrücken, trotzdem aber davon profitieren, dass Ressourcen ereignisbezogen wirklich sehr, sehr schnell Kunden zugeordnet werden können. Okay. Ist die Frage beantwortet? Wunderbar. Dann war hier auf der Seite noch eine Meldung. Ich hätte noch eine Frage zu dem Schlagwort, was gerade kam, Bring Your Own Device. Sehen Sie das bei Ihren Kunden im Moment, diesen Druck, dass private Geräte in Unternehmensnetze drängen? Und wie wird das abgebildet? Indem wir eigene Geräte vertreiben. Ganz einfach. Also das ist ein Trend, aber das ist nicht ein Trend bei uns, sondern Mobile Device Management. Da haben wir eigene Produkte, eigene Geräte und die geben wir an die Kundengruppen aus.
Das wird bislang akzeptiert und das ist auch gut so, einfach weil wir mit vielen Problemen nicht konfrontiert werden, die andere haben, die das zulassen. Also ich habe das schon oft auch gesehen, dass das passiert, zum Beispiel, das kann ich glaube ich sagen, ohne Probleme, also wir arbeiten auch mit Ministerien zusammen, wo genau diese Frage auch immer wieder auftaucht, weil in bestimmten Bereichen benutzen Leute das einfach, ob man das will oder nicht. Einfach aus dem Grund, weil die nicht mit 5 Devices rumrennen wollen, sondern mit einem. Und das dann doch auf diesem einen Device machen. Und am Ende der Aufwand und auch die Benutzbarkeit der ganzen Sache sehr darunter leidet, wenn man mit dem anfängt, irgendwie den Leuten andere Devices zu geben, die dann auch noch benutzen müssen. Weil in der Regel ist es nicht so, dass die Leute besonders viel Spaß daran haben, mit vielen verschiedenen Geräten rumzurennen. Die sind froh, wenn sie ein Gerät haben, was all das vereint, mit dem sie eben arbeiten können. Im Browser, dass sie ihre Mailer lesen können, dass sie aber genauso damit telefonieren und SMS schicken können und so weiter und so weiter. Wenn ich jetzt anfange, den Leuten, wie gesagt, immer noch extra Geräte zu geben und noch einen Kartenleser und noch irgendwie, was weiß ich, das ist dann schon so, dass das einfach nicht ordentlich funktioniert. Das ist unsere Erfahrung. Und die ist zum Teil eben auch in den öffentlichen Bereichen, vor allem auch in den Bereichen, wo es um Sicherheit geht, dass das einfach gar nicht anders geht. Also die Leute nehmen das aus meiner Erfahrung nicht so sehr an. Ja? Also wenn die halt an einem Arbeitsplatz sitzen, mag das sein, wo die ihr Gerät sozusagen neben sich auf dem Tisch liegen haben, aber nicht, wenn sie unterwegs sind, nicht, wenn da irgendwie Sachen sind, wo halt auch eine große Mobilität stattfindet. Ja, sehr spannend. Wir hätten also auch dieses Forum Vertrauen in IT-Technik Bring Your Own Device nennen können. Also wir integrieren quasi ein anderes Trendthema, schaffen somit einen Mehrwert und da freuen wir uns, glaube ich, alle drüber. Ich habe noch einige Meldungen, aber du kannst gerne noch was sagen. Ja, ich wollte noch was sagen zu der Sache mit dem Vertrauensverhältnis, was ich als Kunde zu meinem Anbieter habe. Also IT ist ohnehin eine Frage von Vertrauen, ganz klar. Weil die Komplexität, die das nicht erst seit gestern, sondern schon auch seit ein paar Jahren hat, sorgt er dafür, dass man ab irgendeinem Punkt vertrauen muss. Man hat gar keine Chance mehr, alles zu evaluieren und alles sozusagen zu 100% abzusichern für sich. Man kann halt Sicherheit auch nicht beweisen zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, ein Teil der Probleme, die wir jetzt gerade haben, werden aus meiner Sicht in der nächsten Dekade oder so einfach nicht mehr existieren, wenn die Paradigmen von verifizierbarem Code, also sozusagen die Möglichkeit, dass man Programme hat, die beweisen können, dass sie nur das tun, was sie tun und nichts anderes. Ja? So eine Paradigmen werden sich durchsetzen. Das heißt, ich habe dann bestimmte Art von Problemen, werde ich einfach nicht mehr haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber so, dass ich schon auf einem sehr, sehr frühen Level auf Vertrauen setzen muss, weil ich eben nicht mehr in der Lage bin, dort ordentlich zu sagen, ob das vertrauenswürdig, also ob das sicher ist oder nicht. Also selbst für Spezialisten wird das zunehmend unmöglich. Das war jetzt schon fast ein Schlusswort mit der Sicherheit, die man nicht beweisen kann, aber in Zukunft dann vielleicht doch. Aber ich habe noch eine ganze Menge Meldungen, wir haben noch ein bisschen Zeit und ich glaube, Sie hatten sich am längsten gemeldet. Ist richtig? Wer war das mit? Ich dachte, war das keine Meldung? Nee. Okay, gut, dann machen wir hier vorne weiter. Sie bitte. Ja, ich wollte noch mal gerne andere Trennungen einspringen, neben zwischen den technischen Trennungen, wie man Cloud einteilen kann, vor allen Dingen noch mal eine verwendungsbezogene. Also ich würde sagen, aus einer privaten Kundensicht ist das noch mal was ganz anderes als aus einer Business-Sicht. Ja. Ich leite das Hauptstadtbüro der DATEV, das ist eine Genossenschaft der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Keine Sorge, das wird jetzt kein Werbeblock. Wir sind 1966, haben wir uns quasi als Cloud gegründet, weil Computer so groß waren wie Wohnzimmer und sich kein Steuerberater an Einzelnen kaufen konnte. Und so haben alle auf den zentralen Computer in Nürnberg zugegriffen. Das heißt, es ist per Geburt eine Cloud sozusagen. Und heute hängen an den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern 2,5 Millionen Unternehmen von 3,5 Millionen, die wir überhaupt in Deutschland haben. Und die greifen im Grunde genommen alle seit 40 Jahren auf diese Cloud zu über ihren Steuerberater in das Nürnberger Rechenzentrum. Niemand von den Unternehmen würde auf die Idee kommen, die betriebswirtschaftlichen Daten in eine Google Cloud oder eine Amazon Cloud auszulagern. Solange
über die Gesetzgebung auch spezielle Anforderungen an den Datenzugriff betriebswirtschaftlicher Art bestehen. Und solange sie natürlich auch ein eigenes Interesse an Innovationsschutz haben, ja, weil wenn die NSA zugreifen kann, dann tatsächlich in einem Fall, wenn sich die Amerikaner angegriffen fühlen, kann ja keiner mehr differenzieren, nach welcher Art und Weise auf die Daten zugegriffen wird. Ja, das heißt also, eine Cloud, die hier steht, die hier nachprüfbar, verifizierbar Dienste bringt, sichere Dienste bringt, die ist auch Innovationsschutz für das kleine und mittlere Unternehmen. Und das kann ich aus unserer Sicht jetzt hier nur raten, und zwar nicht betriebswirtschaftlich, wie gesagt, wir sind eine Genossenschaft. Das haben sich die Mitglieder der Genossenschaft selbst auf die Fahne geschrieben. Ja, also das ist jetzt hier an der Stelle kein privatwirtschaftlicher Ansatz, sondern genossenschaftlicher. Und was ich dann privat mache, um das abschließend zu sagen, was ich mit meinen Adressdaten mache, wo ich jetzt meine Daten reinstelle und meine Fotos, das messe ich halt aus nach dem Sicherheitsbedarf, den ich persönlich habe, finde ich aber ein ganz anderes Thema als das Business-Thema. Fokami, direkt dazu. Ich würde Ihnen eine Sache sagen, also das ist ja früher kein Modell einer Cloud, sondern das ganz klassische Modell einer Zentralisierung. Also das ist ja das Problem, dass die meisten Leute, die sich, die über IT reden, etwas anderes im Kopf haben als das, was dort passiert. Und das ist halt ein schönes Beispiel dafür, dass das halt sehr oft passiert. Unsere Datenschutz Gesetzgebung ist immer noch in der Denke der 80er. Man hat ja zentrale Rechner und lauter dumme SYN-Clients drumherum. Was ja schon damals auch nicht mehr richtig war, ja, an vielen Stellen. Und dieser Aspekt, der, also auch wenn ich irgendwie sage, ich habe jetzt 5 Rechner, ja, und betrachte das, ist trotzdem noch eine monolithische Sicht, die im Prinzip eben, also auch noch keine Cloud ist aus meiner Sicht. Ja. Was ich unter Cloud verstehe, ist halt tatsächlich eine sehr viel stärkere Abstraktion, wie das wahrscheinlich ja bei euch auch gemacht wird, nämlich einfach diese ganzen Teile voneinander zu trennen, also eben mal sozusagen die Processing Power zu trennen von den Daten, die ich irgendwo hinlege. Und meine Datenbanken von meinen Servern und so weiter. Also auch diese ganzen einzelnen Bestandteile voneinander zu trennen, so dass das halt am Ende auch nicht mehr, eben tatsächlich nicht mehr zentralistisch ist. Okay, dann hatten Sie sich schon länger gemeldet. Ja, das ist eine rein hypothetische Frage. Ich hoffe, ich kriege deswegen keinen Ärger. Aber dieses Vertrauensverhältnis zum Unternehmen, der so eine Cloud führt, ist doch gar nicht vorhanden. Angenommen, wir stellen mal im Raum irgendeinen Geheimdienst, CIA, NSA oder so, will irgendwelche Daten haben und setzt das Unternehmen unter Druck und der BND auch. Also und das CIA sagt, wir wollen aber nur, dass du das dem BND erzählst oder sinngemäß irgendwie. Und dann ist doch dieses Vertrauensverhältnis gar nicht mehr da. Ist rein hypothetisch. Kommt nicht vor, denke ich mal. Also, ich habe es gerade vorhin schon mal angesprochen. Es gibt, also man kann Sachen so konstruieren, dass ich als Anbieter sagen kann, ihr könnt die Daten gerne haben, wir können da nichts mit anfangen. Aus dem Grund, weil die verschlüsselt sind. Ja. Das heißt, das ist schon für die Cloud-Anbieter als reine Selbstschutzmaßnahme total sinnvoll, wenn sie sich über Dinge Gedanken machen, wo sie, selbst wenn sie von den Bedarfsträgern die Anfragen kriegen, einfach nur sagen können wir gar nicht. Sorry. Und das ist ja nicht nur da so, es ist ja in sehr vielen technischen Bereichen so. Ja, wenn ich als Provider sagen kann, ich kann die Daten nicht geben, weil ich das technisch nicht bereitstellen kann, dann ist das immer sinnvoller, als wenn ich prinzipiell die Möglichkeit habe und dann argumentieren muss, warum ich es nicht tun will. Ja, weil ich da ganz schnell unter Umständen eben auch durch einen Richter oder so ausgehebelt werde, der einfach sagt, wir wollen es aber trotzdem, ja, oder durch einen Gesetzgeber oder wie auch immer. Wenn ich aber technisch nicht in der Lage dazu bin, dann kann mich dazu auch tatsächlich keiner zwingen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Tor-Server-Debatte, aber es wäre jetzt nochmal ein anderes Feld, aber eine gewisse Verwandtschaft ist, glaube ich, vorhanden. Wir kommen so langsam in den Endspurt, deswegen alle, die noch eine Frage haben, die jetzt gestellt werden soll, bitte melden, und hier ist schon jemand. Keine Panik. Verleitet denn Unternehmenslösung in der Cloud nicht generell Unternehmen dazu, ich sag mal, etwas laissez-faire, Datensicherheit, Datenpolicy zu werden? Einfach, man hat erstens keinen IT-Mitarbeiter mehr in der eigenen Firma, der zuständig wäre, der versteht, was passiert dahinter. Man lagert sozusagen die Verantwortung aus, obwohl, haben wir gerade gehört, gesetzlich ja sozusagen der Inhalt, der Verwalter der Daten dafür verantwortlich ist, dass die Daten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen halt gehandelt werden. Ich würde gerne darauf antworten. Im Grunde
haben Sie aber schon implizit die Antwort genannt. Das sollte das Unternehmen nicht tun. Ich denke, zukünftig, und ich würde auch sehr stark ein Plädoyer für Cloud Computing halten, aber zukünftig werden sich die Rollen bei den Kunden ändern. Der IT-Planer wird nicht mehr derjenige sein, der Server plant und Netzwerke plant oder all diese Infrastrukturen, sondern der IT-Planer wird genau der sein, der sich darüber Gedanken macht, wie er den Cloud-Anbieter oder einen anderen IT-Dienstleister sehr gut in sein Unternehmen einbindet, in die Prozesse, vielleicht auch noch in eine IT-Struktur, die in Teilen doch noch dezentral vorgehalten wird. Und der Planungsbegriff muss anders sein. Die Kunden werden in Zukunft, denke ich, sehr viel stärker den Dienstleistungsgedanken mit in ihre eigenen Planung einbeziehen müssen und eigene Mehrwerte darauf schaffen. Und wenn das den Kunden gelingt, denke ich, dann sind alle einen Schritt weiter. Du nochmal dazu. Ja. Also ich habe es schon mal erwähnt, es ist einfach so, dass IT ist bei so gut wie jedem Unternehmen zentrales Kerngeschäft, auch wenn man das so nicht begreift, aber es ist so. Und es ist tatsächlich schon auch problematisch, wenn man diesen Kern nach und nach auslagert und irgendwann kein eigenes Sachverständnis mehr im Haus hat. Das haben wir schon auch erlebt, ja, wo Leute sozusagen einfach sich die teuren IT-Sachverständigen nicht mehr leisten möchte, sondern sagt, wir holen uns halt einen Service und da haben wir im Notfall auch irgendwie ganz andere Möglichkeiten, über das Geld sozusagen Druck auszuüben, aber vergessen dabei, dass sie eigentlich ihr Kerngeschäft aus dem Auge verlieren, ab irgendeinem Punkt. Und ich sehe tatsächlich auch, dass das genau das passiert, dass man also selbst Unternehmen, die tatsächlich nicht nur sozusagen im Prinzip das Kerngeschäft IT, sondern tatsächlich nur IT, also IT machen sozusagen, selbst da der Sachverstand outgesourced wird und also dort zum Teil Probleme auftauchen, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte, weil eben keiner mehr da ist, der da ordentlich mit einem ordentlichen Blick eines IT-Lers drauf guckt. Outsourcing natürlich auch ein Riesenthema. Habe ich jemanden übersehen aus dem Publikum? Ganz da hinten nochmal, ja, bitte. Ja, ich wollte einfach nochmal zwei Aspekte reinwerfen. Einmal, ich habe hier ein iPad liegen, also ich kann das Gerät ja bald nicht mehr benutzen, habe ich den Eindruck. Ich komme auch aus dem IT-Security-Bereich, von daher, ich habe die Cloud abgeschaltet, aber es geht ja nicht nur darum, unternehmensmäßige Clouds zu haben, sondern die liegen ja bald bei jedem zu Hause neben dem Bett oder auf dem Küchentisch. Und das andere Thema, wenn man sich zum Beispiel bei Amazon User Agreements anguckt für die Amazon Cloud Services, dann steht da, dass man als Benutzer, egal ob kommerziell oder privat, für alle Konsequenzen der eigenen Applikation aufkommen wird. Und wenn die Amazon Cloud einen Security Breach hat und die Applikation letztendlich technisch dafür verantwortlich ist, die ich geliefert habe oder die ich da habe laufen lassen, dann steht in diesem User Agreement, dass ich Amazon Anwälte bezahlen werde, Ausfall, Personal, rechtliche Konsequenzen, alles. Das heißt, ich habe zwar super Möglichkeiten, mit meiner Kreditkarte 5 Minuten Rechenkapazität zu kaufen, ich muss aber dann vielleicht eine zweite Unfallversicherung abschließen, weil sonst kann ich das gar nicht benutzen im Endeffekt. Und das weiß ich als Endbenutzer eigentlich nicht, weil das steht nicht vorne in der Produktbeschreibung. Also, wenn das passiert, ja, wenn du es schaffst, mit der Anwendung bei Amazon deren Service lahmzulegen, das ist bisher auch schon immer passiert, dann ist es in der Regel so, dass sie nicht ankommen und dich bestrafen. Schon aus dem Grund, weil sie den, also weil das für sie auch nicht zielführend ist. Ja. Ich wollte bloß noch dazu sagen, ich bin auch ein Fan von verteilten Anwendungen, zwar schon immer. Weil, und jetzt sozusagen mit der Möglichkeit, sich einfach mal ein paar Prozessoren dazu zu klicken, das ist halt, ist wirklich toll. Also es gibt bestimmte Anwendungen, die man halt haben will, wo man genau das braucht. Ich bin aber tatsächlich auch ein Stück kritischer, was das angeht, dass ich halt meine Backups irgendwo zu irgendwelchen Anbietern schicke. Das ist halt eine Sache, wo ich schon sage, das würde ich halt niemandem empfehlen. Ja? Oder beziehungsweise würde man den Trade-off haben zwischen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ist ein kompletter Datenverlust schlimmer, als wenn meine Daten zum Beispiel bei Bedarfsträgern landen? Und für mich ist das so, ich sage, ich verliere lieber alle meine Daten. Das ist einfach so. Vielleicht nochmal eine schöne Frage zum Abschluss an dich. Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann bei der Cloud als Produkt im Moment und vielleicht in Zukunft? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt mit meiner meiner Fantasie. Ich denke,
die Auswahl des Betreibers ist das wesentliche Aspekt. Und jetzt bin ich, denke ich, auch bei einer sehr diplomatischen Antwort. Das haben wir hier auch, denke ich, in der Diskussion gemerkt. Vertrauen und Akzeptanz sind ja die ganz wesentlichen Schlagworte. Und wie auch die Beispiele aus dem Plenum zeigten, sollte man auf jeden Fall einen Cloud-Anbieter nehmen, dem man vertraut. Sowohl, dass er das Geschäft beherrscht, dass er die Prozesse beherrscht und dass er auch die Schnittstellen zum Kunden beherrscht, einfach damit, wenn Unvorhergesehenes geschieht, auch wirklich der Kunde eine Service-Dienstleistung hat, die vielleicht vorher nicht so vertraglich definiert war. Insofern würde ich die Antwort wie folgt eigentlich zusammenfassen. Das Schlimmste ist, einen Anbieter zu finden, dem man eigentlich nicht vertraut. Das war jetzt auch wahrscheinlich kein Plädoyer für Amazon dann, um auch den Beitrag nochmal aufzugreifen. Gut, Fukami, zum Schluss ein Ausblick. Du hast einen relativ optimistischen gegeben. Du hast davon gesprochen, dass die Cloud transparenter wird, dass das Netz sozusagen Tools entwickelt, mit denen Kontrolle und Vertrauen hergestellt werden kann. Kannst du da vielleicht nochmal ein schönes plastisches Beispiel geben, mit dem wir dann quasi alle nach Hause oder ins nächste Forum gehen? Ja, ich glaube, dass in dem Bereich wie in allen eine genaue Betrachtung auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr viel ausprobieren, wie das eben in dieser digitalen Welt so ist, nötig ist, um zu den wirklich guten Lösungen zu kommen. Jeder, der zum jetzigen Zeitpunkt darüber nachdenkt, seine Anwendung, die er benutzt oder seine Daten zu verteilen, sollte halt sehr genau im Kopf haben, was er eigentlich an wichtigen Paradigmen dort hat, die oder Voraussetzungen hat, die dort erfüllt sein müssen und die Anbieter, die er wählt, tatsächlich auch nach diesen Ansätzen wählt. In der Regel findet man dann schon ein, es kann bloß sein, dass das ganz schön teuer wird zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, auch wie bei fast allen Themen in dem Bereich in der Steinzeit sind, weil so wie heute Code funktioniert, so wie heute Betriebssysteme funktionieren, so wie heute die Protokolle funktionieren, das ist halt alles ganz schön dreckig. Und es wird halt tatsächlich eine Weile dauern, bis wir eben tatsächlich sowas haben wie die Möglichkeit, genau zu verifizieren, was Software eigentlich tut, was Hardware eigentlich tut. Aber ich glaube, dass wir irgendwann so einen Zustand erreichen werden, durchaus. Also mit allen positiven und negativen Aspekten, die das mit sich bringt. Und was ich halt auch glaube, dass eben Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, in jedem Fall das mit hohem Sachverstand tun sollten. Und nicht aufgrund von Marketing. Also dieses, wir haben hier so ein ganz tolles Angebot, irgendwie die All-in-One-Lösung, rundum Sorglos-Paket, das gibt es einfach nicht. Das ist einfach Unsinn. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben und da eben lieber nochmal irgendwie dreimal drüber nachdenken, was am Ende das ist, was man eigentlich mit dieser Verteilung erreichen will. Ja, Sie haben es gemerkt, das rundum Sorglos-Paket konnten wir Ihnen auch nicht vermitteln. Aber ich denke, ein paar spannende Einblicke politisch, technisch in die Cloud. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie bleiben jetzt dem Tag hier und den anderen spannenden Foren noch treu. Ich bedanke mich bei den Diskutanten, bei Christian und bei Fukami und beim Publikum und wünsche noch einen schönen Tag.